Dieses war das. Ihr bläst jetzt zum Feiern. Hier schau auf Rang hier auf den grünen Wagen in Erfurt. Abschließend noch einmal der Viererzug, den Dirk Beck uns hier bereits zum Anfang und dann in der sportlichen Variante vorgestellt hat. Nun auch hier beschließt er dieses Bild noch einmal. Dirk Beck, Alice Beck, Katharina Wagner von Reiter Hof Wagner und neben Dirk Beck auf dem Hochsprung hat Christian Reisner Platz genommen, der uns eingangs bereits mit einem Trompeten-Solo hier die Tierschau eröffnet hat. Damals, oder eingangs war es von Giacomo Rossini, Wilhelm Tell. Und soweit ich informiert bin, werden wir auch jetzt noch einmal ein Solo von ihm hören, das erzgebirgisch geprägt ist und ganz einfach auch dem Aufstieg jetzt hier entspricht. Es heißt nämlich Feierabend. Ich stehe da mit dem Rückenbögen. Durch die Brust. Ja, lass er jetzt. Mit diesem Lied endet auch das Tierschau-Programm hier am Rosenring in Halle 3 anlässlich der Grünen Tage 2016 auf der Messe Erfurt. Und bevor Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Ausgang kommen, denken Sie dran, auch wenn es heißt, 2018 im September haben wir mittlerweile die 10 grünen Tage, ein Jubiläum, was es zu feiern gibt. Da können Sie wieder die Erfolge von Tierzucht und Tierhaltung glauben. Lassen Sie nochmal. Und wenn man dieses Abschlussbild vor Augen hat, der Trompeter, dieses wunderschöne Fugenspann, wie Uwe Mieck vorhin gesagt, sollte man sich überlegen zu heiraten. Ich stelle mir auch heute die Frage, das ist einfach so für mich. Da rate ich Ihnen dann zu. 18 zu 10 grünen Tagen hier auf der Messe in Erfurt. Und das Schlussbild, den Sie jetzt sehen. Wir bedanken uns bei allen Ausstellern, bei allen Organisatoren, bei der Messe in Erfurt, an Zuchtverbänden, alles, was Sie ermöglicht haben. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und wünschen einen guten Nachhauseweg und eine gute Zeit. Und wenn Sie wieder mal in Berührung kommen mit Tierproduktion, dann denken Sie an uns, denken Sie an die vielen Züchter in Thüringen.